Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen parapsychologischen Untersuchung, die wir durchführen. Wir befinden uns, wie ihr so halb sehen könnt, hier an einer Ruine bzw. in einem Wald. Das ist beides an sich nicht verkehrt, denn das hier sind die Reste einer alten Zeche. Man möchte sogar vielleicht sagen, eine gesamte Zechenanlage, weil sich das weiter erstreckt. Und wir sind quasi hier in den Gebäuden, wo die Verwaltung waren, Lager, Maschinen. Man kann von Resten nur noch grob erahnen, was das ist. Aber wir haben gedacht, wir schauen mal hier vorbei und schauen uns das an und werden natürlich auch versuchen, die anderen Sachen noch zu finden. Es gibt wohl noch einen Stolleneingang. Mal schauen, ob wir den finden, können wir euch jetzt nicht versprechen. Und ja, ansonsten zu der Geschichte, hat sehr, sehr viel Geschichte. Hauptsächlich war das natürlich Kohleförderung gewesen. Man hat hier mehrere hunderttausend Tonnen Kohle rausgehaut. Zu Höchstzeiten waren hier über 300 Bergarbeiter beschäftigt. Und insgesamt geschichtlich kann man sagen, das Wichtigste ist, 1841 wurde die Zeche erstmalig eröffnet, mit natürlich nur wenig Bergarbeitern. Man hat dann festgestellt, drumherum gab es immer mehr Flöze, man hat immer mehr eröffnet, immer weiter die Gänge gemacht. Es ist dann halt gewachsen bis zu der hohen Anzahl. 1958 ist noch ein wichtiger Punkt, auch wenn das jetzt ein zeitlich großer Sprung ist, weil dann gab es einen Bergbrand, wo vier Bergarbeiter schwer verletzt wurden, teilweise aber auch gestorben sind. Das heißt, durchaus ist natürlich nicht nur wegen den schlimmen Arbeitsbedingungen, die hier damals herrschten, und da wurde ja eh nicht jeder Tod und so dokumentiert. Das ist richtig. Das heißt, wir haben hier nur einen kleinen Auszug, der dokumentiert wurde zu einer Zeit, wo die Bedingungen besser waren. Aber besteht das Potenzial, dass hier durchaus noch irgendwo Energie gelagert ist, die wir hier einfangen können? Und ansonsten gibt es nur zu sagen, dass 1962 die Zeche offiziell dicht gemacht wurde. Der Haupteingang, der angeblich oberhalb auf diesem Berg liegen soll, ist zugemacht. Schauen wir mal. Es soll aber noch einen anderen Zugang geben, der ganz normal befahrbar, also begehbar ist. Und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir es finden. Es ist heute die Tagbegehung. Genau. Wir haben was noch sagen können. Ja, nö, wir werden mal gucken, was wir finden können. Ansonsten, wie Ecki schon meinte, 1840 plus. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen waren dann so schlecht, da sind da anscheinend mehrere Leute wohl ums Leben gekommen und es wird natürlich nicht irgendwie vorher dokumentiert, von daher. Ja, ja, Bergarbeiter wurden da ja meist nicht alt. Ja, das ist, so. Ist richtig. Ja. Ja, wie gesagt, wir schauen mal und wenn wir da noch andere Sachen finden, zeigen wir euch natürlich die auch. Aber ansonsten erstmal hier so die Gebäude, von denen wir wissen, dass sie hier existieren. Auch wenn natürlich davon auszugehen ist, dass tagsüber wenig oder gar nichts passieren wird und in den Verwaltungsbereichen höchstwahrscheinlich nicht allzu viel passiert ist. Aber wir schauen einfach mal, was wir hier so finden. Viel Spaß! So, wir fangen hier außen an. Mal eine kleine Außenansicht von dem Gebäude. Man sieht, dass die Giebelseite ist natürlich schon extrem verfallen. Wenn man mal schaut, hier rechts, da führt mal die Regenrinne runter. Da sieht man noch einen Rest, die ist abgerissen. Höchstwahrscheinlich auch mit Stromleitung oder so dazwischen. Und da bei dem Gang oben, das Vordach, da ist auch schon weg. Wir fangen jetzt einfach an, indem wir reingehen. Der Jan ist schon mal drinnen, der macht auch schon die Temperaturmessung und die EMF-Messung mit dem K2 EMF-Meter. Ich wundere, die Paralights haben wir schon präventiv vorbereitet. So, Jan? Ja. Hat was? Sagt irgendwas das EMF-Meter oder? Nee, bis jetzt noch nichts. Ungefähr 87% Luftfeuchtigkeit. Schwankt immer so ein bisschen zwischen 87 und 88% und ungefähr 9,2, 9,3 Grad. Okay, ja, das ist ja plausibel. Genau. Ziemlich feucht hier. Ja, ich gehe mal ein bisschen mit dem UV rum. Und ich wundere, hier steht schon die Poltertune. Die machen wir nur einfach an für den Fall, dass jemand hier durch den Eingang kommt. Dann hören wir es gleich. Ja, wir sehen halt dieser erste Gebäudebereich hier. Hier ist sowas zum Reinfahren gewesen früher mal. Wir wissen nicht genau, ob das für Schienenfahrzeuge oder normale waren. Aber das sieht aus, wie als wenn hier für Material oder Werkstatt etc. was gewesen ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich schaue ja ein bisschen mit UV parallel. Und wenn der Jan was hat, dann meldet er sich. Auch an der Decke ist nichts Besonderes zu sehen. Man sieht auch hier schon, gestützt mit zwei, ja, was ist das, Betonsachen, die mit Eisenstücken dazwischen sind, die hier schon munter vor sich hin wegrosten. Und natürlich, wie eigentlich überall, immer Müll, Müll, Müll. Ja, hier sind ein paar Öffnungen, aber das scheint rausgebrochener Stein zu sein. Obwohl, die hier ist gewollt, die sind glatt. Da oben ist ein bisschen rausgebrochen, aber die Öffnung hier, die ist so glatt. Da wurde wohl was durchgereicht. Man sieht auch, da ist noch ein Stück Metall da drüber, das gerostet ist. Wie eine Art Durchreiche. Oh, hier hinten auch in der Ecke. Machen wir ein bisschen mehr Licht.
Da ist auch was befestigt gewesen. Sieht man auch hier so einen Ring dran. Alles voller Müll. Ja, da hast du recht. So, wie gesagt, die Funktion der Gebäude heute noch zu erkennen ist sehr schwer. Hier ist auch noch so ein kleines Vordach. Da sieht man mal nebenbei, diese Anlage zieht sich noch ein paar Meterchen, also ist jetzt nicht ganz kurz. Oh, und da scheint was Großes runtergekommen zu sein, das schauen wir uns dann gleich mal an. Irgendwie alte Bettenrostfedern. Ja, wie gesagt. Und Tüten und irgendwelchen Chemieabfall. Ja, schon. Ja, ein illegaler Deponie ist das hier schon geworden. Ja. So, gucken wir mal. Hier hat einer was angezündet auch. Hier ist alles verbrannt. Widerlich. Ja gut, das ist nicht komplett weggebrannt, das alles, ne? Da ist wieder die geile Röhrchen an der Decke. Ah ja. Keine Ahnung. Weil was ist diese eigentlich? Könnte sein, dass hier auch irgendwie eine Schiene oder was war an den Dingern. Schwer zu sagen. Da war ein großes Rohr. Hier war. Ja, na da oben. Keine Ahnung. Da oben das mal zu zeigen. Das ist ja so ein typisches Abgas- oder Wasserrohr. Ich frage jetzt noch, wie weit das führte. Das führte bestimmt noch da drüben durch, weil das auch eine Öffnung. Aber wer weiß, viele Abzweigungsgarten. Was auch sein kann, dass das hier einfach nur. Obwohl, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Weil hier drüber war ja anscheinend irgendwie Büros oder Verwaltung oder sowas, ne? Ja, das sollen hier so die ganzen Verwaltungs-Werkstattbereiche ja. sein. Okay, Werkstattbereich, ja. Und hätte ich gedacht, dass es irgendwie vielleicht hier irgendwie ein Parkplatz war. Das ist auch Quatsch eigentlich. Eine Maschinenhalle vielleicht. Ja, Maschinenhalle ist schon eher, weil hier hast du nämlich öfter Durchguck-Sachen. Ja, ja, entweder vielleicht so eine kleine Durchreiche oder halt irgendwie eine Maschine, die von der einen Seite zur anderen rüberging. Hm. Dass du vielleicht dann hier irgendwie eine Maschine hattest, die da stand und auf der anderen Seite auch. Auf dem K2 hast du nach wie vor keinen Ausschlag, ja, ne? Ja, ich bin da immer. AI. Das ist, richtig, ist ja wie Schlamm hier. Das ist Schlamm. Ja. Also hier scheint ein bisschen undichter zu sein, die Decke. Ja. Wir haben ja gerade, wie gesagt, öfter mal Wassertropfen gehört. Und scheint, dass hier ordentlich runtergekommen ist. Das hier... Diese Halle ist sehr groß und die fühlt sich viel kühler an als die andere. Ja, aber weißt du noch warum? Ja, weil weniger drin steht. Mehr Öffnungen sind. Ja, weil der Boden halt mega nass ist und so. Ja, das auch. Ja, was ich eigentlich sagen würde. Das hier sieht mir aus wie so eine klassische Werkstatt. Da vorne eine große Tür. Hier so ein großer Raum, wo dann wahrscheinlich da, hier und da Schränke, Tische, was weiß ich, standen. Hier zwei große Fenster, damit man gut Licht hat. So, nur vielleicht, dass man auch einen Überblick hat. Da vorne sind wir gestartet. Und die Hälfte haben wir jetzt ungefähr weg. Weiter, ne? Hm? Ja, es geht noch ein Stückchen. Weiter. Hat man gar nicht gesehen am Anfang. Wir kamen von da vorne und das ist relativ. Deswegen, wir haben jetzt so ein Drittel weg vielleicht. Ja. Ja, aber hier, das sieht man richtig, das Dach ist runtergekommen. Fehlt das Stück dazwischen. Ja. Das könnte auch damit zu tun haben, dass da ein Baum runtergefallen ist. Beziehungsweise drüber. Obwohl, was ist das hier? Ist da die Wurzel? Ich glaube, die Birke ist da drauf gewachsen. Oh, und hat das kaputt gemacht und ist runtergekommen. Das könnte sein, ja. Weil hier, das, was ihr seht, das liegt schon länger hier. Das sind alles Mauerreste, diese bemoosten Sachen hier. Genau, ja, also, wenn ich mir mal wegmache, würde ich sagen. Wenn ich mal hier wegmache, seht ihr, das sind Steine, das ganze Moos hier. Ja, die Natur holt sich alles zurück, früher oder später. Ja. Wow. Was? Schauen wir nach unten. Oh, ein Loch. Eieiei. Hab ich gar nicht gesehen. Da ist ein Stahlträger drin, das heißt, hier. Da gibt es also hier noch ein Fundament und irgendwas hat das ausgewaschen anscheinend. Ja. Weil wenn man schaut, das führt bis darüber. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht nach, allerdings wenn, falsch nicht groß. Hier geht dieses Fundament weiter. Also das hier ist schon ab. Aber hier geht das Fundament weiter. Das heißt, das ganze Ding steht noch auf einem Fundament. Das ist nicht einfach nur die Pampa gesetzt. Ich kann mal hier einmal kurz reinleuchten. Ja. Also theoretisch könnte man da reingehen. Praktisch sehe ich da jetzt keinen Nutzen, da reinzugehen. Ist aber auch keine Gefahr. Aber das ist schon ganz schön zugeschüttet, ne? Ja, das ist. Und da, guck mal, die Ecke da hinten ist auch eingebrochen. Oder so, auf jeden Fall gibt es einen Durchgang, wenn du mal schaust. Das führt auf jeden Fall hoch, das ist nicht normal. Komm mal zu meiner Position. Ich weiß schon, was du meinst. Ich habe das auch gerade gesehen. Das ist auf jeden Fall nicht so gedacht gewesen.
Nee, das ist auf jeden Fall schon die eine Wand, die hat es da zerrissen, sag ich jetzt mal. Wäre halt mal schön zu wissen, was das hier genau war. War das einfach ein... Naja, wenn du jetzt noch kurz schaust, da liegen Steine, hier sind zwei Säulen. Das heißt, hier war ein komplettes Vordach, das liegt hier wieder unten. Das sieht man eine Platte noch. Ja, ja. Ist die Frage, ob das jetzt genau so ein, sag ich jetzt mal, normale Garage war? Eigentlich ja nicht, weil guck mal, hier das war... Das ist separat von allen anderen hier, Gebäuden. Pass auf, hier war mal eine... Kleine Mauer. Mauer. Wahrscheinlich war hier der Eingang, wenn überhaupt. Ja, klar. Du siehst aber hier das auch mit Schiefersteinen gebaut. Das ja, sind, ja. Das sind keine normalen Steine, das sind... Und das Ding ist auch separat von allen anderen. Könnte sein, dass das irgendwie so ein Lagerraum war oder so. An der Seite ist es nur eingestürzt. Aber vor allem, überleg dir mal diesen Raum. Der hat nur ein Fenster hier in die Öffnung, da gab eine Tür. Und links und rechts ist komplett zugemauert, da führt noch Rühr runter. Ist das rechts eine Säule oder war das ein Abzug? Das sieht aus wie so ein Abzug, oder? Das ist innen drin nämlich hohl, oder? Ja, ich bin mir einen Moment. Das Ding ist hohl. Ja, ja. Aber wie weit nach oben führen dann die Steine? Ich leuchte mal kurz rein, ihr seht jetzt mehr als ich bestimmt. Ja, du siehst auch da oben. Aber es wird halt enger. Nach unten. Das ist halt da oben Anschluss. Siehst du das da? Oben. Ja, und hier, schau mal. Das hier war mal offen. Das ist zugemauert, aber das war irgendwann mal offen. Was sieht drumherum eine Einfriedung, eine viereckige? Was könnte das sein? So ein alter Ofen oder so? Apropos, die Birke da, die kommt auch bald runter, ne? Mit Band. Ja, ja, das sieht man auch da unten. Das ist schon ordentlich zermürbt, sagen wir es mal so. Ja. Ja. So, das ist auf jeden Fall schon. Was war das? 60? 60 okay, Jahre. Ja, ja, ich weiß, aber wann war nochmal? Egal, ist egal. Auf jeden Fall jetzt 62 oder was, glaube ich, ne, wo wir das zugemacht haben. Ja. Genau, richtig. Also hier sieht man auch da, der Fenstersims noch gut erhalten. Und der Eingang auch, das Dach, wenn es eins gab, ist komplett runter. Du siehst aber hier auch mehrere verschiedene. Ah, das sind einfach ganz normale Ziegelsteine. Ja, so schon ein paar bessere. Die haben schon mit diesen Löchern drin. Ja, ja, ja. Okay. Huch! Nee, da war was zum Stolpern. Ich hab's mitgenommen. Hier sind allerdings auch keine Vordächer mehr. Oh, da geht's da hinten rein. Das ist eine Waschpower gewesen. Guck mal. Oh, eindeutig, das sind Fliesen. Ja, ja, ja. Und hier gibt's auch keine Vordächer mehr. Die sind nicht runtergekommen, es gibt hier einfach keine. Das könnte wirklich sein, dass das hier das erste Gebäude war, wo die Bergleute damals durchgegangen sind dann. Hm? Die kamen dann wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, von da, vielleicht auch über diesen komischen Weg da, keine Ahnung. Kamen die dann von da oben runter, zack, da rein, umziehen. Ja, hier sind ganz fiese Sachen, an denen man sich verletzen könnte. Sieht sehr schlammig aus. So. Gucken wir mal hier rein. Hier war auch mal eine Stromleitung, hier war ein Lichtschalter oder sowas, oder eine Steckdose. Das heißt, das da ist der Kabelschacht dazu, dass das hier so weiß markiert ist. Oh. Aber ganz ehrlich, schaut euch das mal an. Jetzt stell euch mal vor, dieser Raum ist, lasst mich nicht lügen, höchstens 2x2 Meter. Ich würde sagen, ein bisschen kleiner. Und von der Höhe, ja, auch so 2 Meter, gut. Stell dir vor, ihr müsst euch hier komplett im Dunkeln dann auch so, weil da oben war bestimmt eine Lampe, das aufhängen, aber stell ich mir auch nicht geil vor. Hast du eine Idee, Jan, wofür dieses Gitter da hinten vielleicht war? Warte, ich sehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, ob da. Das war vielleicht so eine Ablage oder keine Ahnung. Das da? Ja. Das war eine Heizung, oder? Ah, ja, das stimmt, das könnte sein. Alte Heizstäbe oder sowas meinst du? Ja. Kommt man hier rein? Ich glaube, ganz einfach, Ecki. Ja? Hier, da war eine Tür. Das ist einfach zugemauert. Siehst du? Ja, stimmt. Du hast recht, die ist abgesetzt. Das war mal ein zweiter Baderaum. Der Jan hat recht. Das war mal ein zweiter Baderaum. Der ist genauso aufgebaut wie der drüben. Der war mal komplett zugemauert. Nur halt ohne Fliesen. Aber warum war der komplett zugemauert? Keine Ahnung. Warum sind hier keine Fliesen? Okay. So, wir gehen weiter. Hier war mal so eine Stützbalken drin. Warte mal kurz, bevor du weitergehst. Findest du es nicht auffällig, dass diese Tür solche Einkerbungen hat? Waren das hier die Scharniere der Türen, die hier rausgebrochen sind? Moment. Auf beiden Seiten? Hier siehst du, dass das anscheinend irgendwie
Ja. So Holzstreben waren. Könnte auch sein, dass einfach so eine von der Türzerge selbst so eingedingst war, dass das quasi so. Hm. Ist komisch auf jeden Fall. Ja. Okay, ja, jetzt wolltest du auch was sagen, entschuldige. Ja, hier war mal so eine Deckenstütze drin. Oh, ja. Und auch in der Mitte hat einer mit so einem, ich weiß nicht, was genau das sein soll, hier so ein Paketband, so ein Schnürband. Ja, was? Einer, die versucht, die gerissene Säule so ein bisschen. Funktioniert theoretisch sogar ein bisschen. Weil die Spannung besser aufgeteilt wird. Aber ja, die Säule. Aktionswillen der Menschen. Die Säule hat echt schlechten Zustand. Wahnsinn. Ey, Jan, der Riss auf der Seite. Leute, ungelogen, der ist 2 cm breit. Ja, und der fällt komplett durch. Der ist einer drin. Deswegen kommt er aber nicht so geil rein, ne? Sonst macht es nicht irgendwann Krack. Aber hier irgendwie. Boah, Wahnsinn, hier auch, ja, wie Jan sagt. Schande. Was hängt da denn? Siehst du das? Das Rote? Ja, das ist aber an dem Rohr hängt irgendwas. Mhm. Irgend so ein Pöppel oder so. Das sieht aus wie ein Fliegenfänger. Keine Ahnung. So Leute, ich zeige euch das jetzt nochmal. Das ist das Gebäude hier mit dem Dach, wo diese Säule schon gebrochen ist. Wo wir nicht drauf gehen werden. Wir wollen nämlich nicht drauf gehen. Wir versuchen hier ab da weiterzukommen. Mal gucken. Der Jan schaut jetzt nach unseren Geräten. Ich mache hier oben in der Zeit weiter. Ich habe das eben hier mein K2 genommen. Im Gegensatz zu Jan seins ist der nicht so stark. Aber ich zeige euch mal, das funktioniert. Nur die erste Lampe ist halt sehr schwach. Das heißt, da sehen wir jetzt auch nicht viel. Hier ist der Durchgang. Da machen wir jetzt einfach rein. In der Hoffnung, dass nichts passiert. Ja, ihr seht, das ist die obere Etage. Und die ist schon ganz schön zerfallen. Sieht wirklich aus wie eine alte Ruine. Vor uns bin ich ja schon mal hier hochgekraxelt. Das K2 bleibt ruhig und ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht absausen. Deswegen, ich hatte das K2 im Blick, auch wenn es nicht vielleicht immer in der Kamera ist. Ich muss mich momentan ein bisschen natürlich konzentrieren auf den Boden, dass es mich hier nicht weghaut. Boah, da. Ich gehe nur ein Stückchen ran, mir traue ich nicht. Da fiel vor uns das Licht oben durch, und das sieht man richtig. Da ist alles schon zusammengekracht, da gehe ich definitiv nicht lang. Ich gehe mal hier hinten rum. Deswegen bitte nicht wundern, wenn ich jetzt nämlich hier sehr langsam bewege. Okay, das lief gut. Hier ist noch alles gefliest. So, alles gefliest, wie gesagt. Muss man kurz mal rauszoomen. War hier oben anscheinend auch noch so ein Sanitärbereich. Ich könnte jetzt hier lang gehen. Ich laufe aber lieber rechts rum. Und komme dann von oben wieder runter. Und da sind wir wieder bei unserem ersten Gebäude. Das K2 ist nach wie vor ruhig. Hier ist die Treppe, die ihr aus unserem Intro kennt. Gehen noch mal rein, schauen, ob wir das messen können. Aber an sich alles ruhig. Jan hat das vorhin schon auch gesehen hier oben. Hier hat sich anscheinend eine Lagerstätte gemacht. Das ist so ein Rest von einer Bank. Hier könnte man ein Zelt aufbauen. Das sieht aus wie ein Lagerfeuer. Ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, der Jan überwacht das Monitoring, weil da brauchen wir keine zwei Leute für. Und ich versuche, noch andere Gebäude, Stollen etc. zu finden. Schlage mich hier ein bisschen durch die Botanik. Wir haben oben hier irgendwo Mauerreste gesehen. Versuche ich jetzt als allererstes zu finden. Und dann habe ich noch ein ganzes Wanderwegchen vor mir, weil ich auf einer Karte gesehen habe, einen alten Berg, oder was heißt alt, ist mittlerweile auch modernisiert, dass es da hoch
auch noch andere Positionen geben soll. Hier ist der Mauer, was ihr unten gesehen habt. Und ja, die Vermutung ist, dass hier irgendwo der Eingang war, der jetzt aber zugemacht ist. Und ihr merkt, es ist steil, ich muss mich kurz festhalten. Alter! Okay, ich dachte schon, es ist gar nicht mehr verfüllt. Ich muss mal auf die andere Seite, damit ihr es überhaupt sehen könnt. So. Ich habe mich bloß kurz drüber gelehnt unten. Bin aus Atem. Und habe erstmal nichts gesehen. Es fängt gerade an zu regnen. Den haben sie ja verfüllt. Das war wohl der senkrechte Zustieg angeblich. Kann man sich gar nicht vorstellen, so wie das aussieht. Aber gut. So, wir gehen jetzt auf die Suche nach. Ja, den Eingang oben haben wir gefunden, der zu sein soll und auch zu ist. Suchen jetzt die sogenannte Verladerampe. Bei der bin ich mir recht sicher, dass wir die finden. Hier sehen wir hierbei auch noch einen kleinen Rest von dem Gebäude, das ist schon sehr, sehr verfallen. Da es angefangen hat zu regnen vorhin, bin ich hier mit Schirm unterwegs. Also nicht wundern, die ganzen Geräusche neben meinen Schritten, das sind alles natürlich nur Tropfen oder so. Und das andere, was wir suchen, ist der zweite Stollenzugang, den es noch geben soll. Aber ganz ehrlich, wir sind da vorhin schon mal vorbeigelaufen. Da war eigentlich nichts zu sehen. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob wir den finden werden. Aber wir versuchen es. Wir gehen nochmal lang. Thank you.
So, wir sind angekommen bei der Verladerampe. Was davon übrig ist, steht auf dem Warnschild. Einsturzgefahr, Werkschädengebiet, Wege nicht verlassen. Ja, sollen wir uns dran halten natürlich. Klar, wenn hier alles unter Tage ist. So, das hier ist der Rest der Verladerampe. Der Rest ist großzügig gesagt. Man sieht nicht wirklich viel mehr davon. Eigentlich nur noch dieses Artefakt, nenne ich es mal. Ja, mehr ist es nicht. Also hier brauchen wir natürlich nichts machen. Da ist noch eine super hübsche Brücke, eine kleine. Die hier lang führt. So, was haben wir hier? Hier ist noch was Gemauertes. Gucken wir uns das auch noch an. Aber auch das Mauer ist, wo man schwer sagen kann, wozu das noch gehört. Gut, dann wieder zurück. So, wir haben jetzt hier das Monitoring gestartet, haben uns dafür entschieden, die ersten 2 bis 3 Gebäude zu monitorisieren. Hier steht die Sony, da sind 3 Paralights im ersten Raum, im Übergang zum zweiten und im dritten, kann man kaum sehen. Der zweite Raum ist so vollgestopft mit Unrat, dass wir quasi uns entschieden haben, das jetzt über die Sony mit zu filmen. Hier ist wie gesagt das dritte Paralight, hier der zweite Raum mit Unrat. Und der dritte Raum, da seht ihr schon, da steht die Full-Spektrum-Kamera mit unserer Verstärkung drauf. Seht ihr den Fassenleit, ihr seht es angestellt auf IR, UV und Weißenlicht verstärkt noch mit 2 Lampen, die wir hier haben, die nur weißes Licht abgeben und da drin noch 2 Paralights. Damit sehen wir quasi, ob sich das bewegt und ich werde Ihnen ja noch Bescheid sagen, wenn er will, könnte er sogar noch ein Raster aufbauen, aber das würde ich ihm überlassen, ob er das will. Scheiß Projektion. Kurze Info, das bin ich gerade auf der Kamera, beziehungsweise. Kurze Info, das bin ich gerade auf der Kamera, beziehungsweise.
Scheiß Projektion. Nur zur Info, das bin ich gerade auf der Kamera, beziehungsweise. Scheiß Projektion. Nur zur Info, das bin ich gerade auf der Kamera, beziehungsweise. Kurze Info, das bin ich gerade auf der Kamera, beziehungsweise. $13.33. So, mein Name ist Eckbert, der Mann neben mir ist Jan. Wie heißt du? Wo bist du? Ist hier jemand bei uns? Wann bist du geboren? Hier wurde ja viel Bergbau betrieben. Weißt du etwas darüber? Das Klopfen ist nur von draußen irgendwas. Ich weiß nicht, das ist ein Holzfäller, keine Ahnung. Ja. Wir wissen, dass bei einem Grubenunglück Bergarbeiter gestorben sind. Weißt du etwas darüber? Damals kam es zu einem Brand. Möchtest du, dass wir gehen? Möchtest du, dass wir bleiben? Kennst du diese Melodie? Dö, 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 dö. Wir hören jetzt mal rein. Allerdings, Leute, Kamera war kein Ausschlag zu sehen. Und daher dürfte auch nichts drauf sein. Jetzt, 13.33. So, mein Name ist Eckbert. Der Mann neben mir ist Jan. Wie heißt du? Wo bist du? Ist hier jemand bei uns? Wann bist du geboren? Hier wurde ja viel Bergbau betrieben. Weißt du etwas darüber? Das Klopfen ist nur von draußen irgendwas, ich weiß nicht, das ist ein Holzfäller, keine Ahnung. Wir wissen, dass bei einem Grubenunglück Bergarbeiter gestorben sind. Weißt du etwas darüber? Damals kam es zu einem Brand. Möchtest du, dass wir gehen? Möchtest du, dass wir bleiben? Kennst du diese Melodie? Dö, 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 dö.
Punkte. Das hier ist laut Karte die Position, wo sich der Zugang befindet zum Stollenstart. Und wie ihr seht, das ist eingezäunt. Da ist ein Gebäude drauf gebaut. Wir vermuten, das ist da in dem Berg irgendwo drin. Aber man kommt hier so nicht rein. So, damit sind wir am Ende unserer Untersuchung angelangt. Jetzt hier vor Ort haben wir eigentlich nichts Besonderes bemerkt. Die Geräte haben nicht reagiert. Und ja, das heißt ja nicht, dass wir nichts gefunden haben. Hatten wir ja schon mal gehabt, ne Jan? Im guten Kackbunker nämlich. Genau. Und wie gesagt, schaut euch die Nachbesprechung an. Wir sichten jetzt nochmal das Material. Genau. Und vielleicht finden wir ja was, vielleicht auch nicht. Das werden wir natürlich erst hinterher wissen. Und den Zugang zum Stollen, naja, haben wir so halb gefunden, halb nicht gefunden. Kommt an, wie man das deuten möchte. Weil wir haben jetzt uns ganz genau die alte Bergbaukarte angeschaut, wo der sein soll. Das Gebiet ist eingezäunt. Eigentlich soll das offiziell begehbar sein, heißt es. Aber es ist eindeutig eingezäunt. Und ja, wir werden schauen, ob wir da noch reinkommen. Glauben wir allerdings nicht. Von daher, ansonsten seht ihr das Video jetzt quasi kurz danach. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch die Nachbesprechung an, die folgt jetzt gleich. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung zu unserer ersten Untersuchung von der Zeche im Wald, wo wir erwartet haben, eigentlich viel zu finden und jetzt doch im Nachhinein, wie ihr auch schon gesehen habt, in der Auswertung dann doch einige Sachen aufgetaucht sind, die wir durchaus werten sollten. Gut, die zwei rein EVPs mit dieser einmal männlichen Stimme und diesem anderen, ich nenne es mal elektronischen Geräusch, die sollte man nicht zu hoch ansiedeln, da kann man nur Mutmaßungen stellen. Das wissen zwar auch nicht, woher das kommt, weil ich habe auch mit Jan nochmal geredet, auch er hat keine Idee, woher das kommen könnte. Könnte also theoretisch eine Energie sein, die irgendwo im Objekt gespeichert ist und nun freigelassen wurde, was wir dann wahrgenommen haben als akustisches Phänomen. Aber das ist nicht stichhaltig genug, um das jetzt quasi komplett als einzelnen Beweis dafür zugrunde zu legen. Deswegen, wir nehmen es auf, weil wir es nicht erklären können, aber wir können es noch nicht komplett damit einen Beleg finden. Viel spannender jedoch ist quasi unser schönes Orb. Ein Orb allein zu finden ist sehr, sehr schwer. Es gibt viele Videos mit Orbs. Meist ist es aber, dass man mit Infrarot und Blitzlicht eine Kombination hat, wo dann haufenweise Staub angeleuchtet wird, der wiederum das Licht reflektiert und schon hat man Orb. Geht an einen staubigen Ort mit einer IR-Kamera, macht ein Foto mit Blitzlicht. Manchmal reicht auch eine Kamera nur mit Blitzlicht, ohne IR. Und schon habt ihr tausende von Orbs. Vor allem, das sind nur Momentaufnahmen. Wenn man Langzeitaufnahmen macht, sieht man dann auch, dass es dann halt nicht so gut sichtbar ist, weil die Lichtquelle selbst ja nicht emittiert wird. Unser Orb hier ist allerdings anders. Wie gesagt, ich habe schon viele falsche Orbs gesehen, hauptsächlich Staub oder Insekten, aber dieses Orb hier kann mal als echt werden. Es hat die typischen Merkmale von einem Orb, es bewegt sich selbstständig, es hat keine logische Flugbahn, also zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, ein Stein, der wird runterfallen, Staub würde sich auch in der entsprechenden Windrichtung bewegen und so weiter. Und zudem ist es viel zu groß, um Staub oder Insekt zu sein. Wenn es ein Insekt wäre, auch wenn man das in der Aufnahme bei YouTube, wie ich schon gesehen habe, nicht genau sehen kann, in der Originalaufnahme ist der Radius, sage ich mal, deutlich größer von dem Orb. Also es ist ja von der Mitte her immer am intensivsten und strahlt dann nach außen. Wäre es so groß ungefähr wie eine Libelle. Und die wichtigste Sache ist, es emittiert selber auch Licht. Also das heißt, das ist nicht nur eine Aufnahme von reflektiertem Licht, sondern man sieht auch selbst, dass es eine eigene Helligkeit hat, wie man gut erkennen kann, zum Beispiel am Gitternetz. Gut, dass das Jan noch aufgebaut hat. Man hat einen Referenzwert. Man sieht, die Gitternetzpunkte sind deutlich kleiner und das sind Punkte, die mit dem Laser der Klasse 2 hergestellt werden, also relativ stark sind. Und dennoch sind die Punkte erstens kleiner und von der Leuchtkraft her ungefähr etwa gleich intensiv. Da habt ihr schon mal eine Vorstellung, eigentlich wie stark das ist. Nehmt einen Laserpointer und macht aus, wie weit war es, ungefähr 7-8 Meter Entfernung, den an die Wand, in einen dunklen Raum oder einen halbdunklen Raum besser gesagt. Dann habt ihr die Vorstellung von der Leuchtkraft. Das Orb allein ist natürlich schon geil, aber was wir davor noch haben, ganz kurz davor, ist, als Jan das IR-Gitter aufbaut und eine Stimme sagt, jetzt ist er weg. Also man könnte natürlich hochdurch sagen, jetzt ist er weg, aber es klingt so ein bisschen zusammengezogen wie, jetzt ist er weg.
Und damit bin eventuell ich gemeint, weil ich halt 3 Minuten vorher ungefähr losgegangen bin, wie ihr es auch im Video gesehen habt, um den Berg hochzuklimmen, um zu den Stolleneingang, den senkrechten, zu finden, was ich ja dann auch hatte. Jan war da alleine, war auch kein Anton natürlich da. Drumherum gibt es ein paar Wanderwege, aber wir haben niemanden gehört. Also selbst wenn ein Hundebesitzer oder so lang geht, als ich unterwegs war selbst, habe ich da einen Radfahrer und Hundebesitzer gesehen. Wir haben dort niemanden selber gehört. Und Jan hat auch vor Ort das nicht gehört. Und es war, wie er in der Aufnahme hört, fast so laut wie Jan selbst. Also nicht als er richtig laut sprach, sondern als er dann so ein bisschen leise vor sich hingemurmelt hat, sage ich mal. Normalerweise nehme ich unseren Aufbau so direkt auch gar nicht ins Video rein, aber klar, wenn da so ein Beweis drauf ist, schon. Das heißt also, wir haben einen EVP mit einem logischen Bezug, mit einem logischen Kontext. Das heißt, eine Entität ist hier in der Lage gewesen, uns wahrzunehmen und darauf zu reagieren und mit unserer Umwelt, sage ich mal, zu interagieren, in Kombination noch mit einem Urwald, also Form der Energie. Das ist beeindruckend. Deswegen haben wir da auch beim Parascore 8 Punkte gewertet. Die anderen EVPs haben nur einen einzelnen Punkt bekommen. Zusammenfassend können wir hier tatsächlich sagen, dass wir evidenten Beweis für eine Entität haben, die die Klassifikation eines Geistes erhalten kann, weil es die entsprechenden Merkmale eines Geistes aufweist. Und dazu gibt es 3 Stück. In der Theorie zu den Geistern werden wir das alles noch genauer lernen. Ich bin ja, wie gesagt, bei dieser Klassifikation. Dort habe ich natürlich, weil das unser Hauptgebiet ist, das schon fertiggestellt für uns. Und ja, eine Entität muss erstmal danach eingeteilt werden, wo sie vorkommt. Ist sie lokal? Ist sie nicht lokal? Ist sie global? Das hier ist lokal. Dann ist auch noch die Frage, ist es, interagiert es, versteht es uns oder tut es das nicht? Ist also in dem Sinne unintelligent. Hier ist es intelligent und dann ist die Frage, woran ist es gebunden? Weil es gibt laut Berichten halt Entitäten, die an Objekten gebunden sind. Das heißt, wenn man das Objekt irgendwo hinstellt, dann spukt es in Anführungszeichen dort. Die Energie ist in dem Objekt behaftet. Das sind tolle Fälle, wenn man mal die Dokumentation anschaut. Die Parapsychologie hat ja einen relativ schlechten Ruf. Die Dokumentation, die seriösen, es gibt natürlich genug Betrüger, aber die seriösen Dokumentationen und Experimente, die gemacht wurden, haben unglaublich krasse Beweise. Ich verweise, wie ich das gerne mache, auf Dr. Keith Parsons, weil der klärt diese ganzen Missstände auf. Aber zurück zu dem Punkt. Diese Objekte, wenn sie denn einen Spuk innehaben, haben in der Regel dann eine starke IR-Strahlung, also strahlen ein Wärmefeld ab, sind quasi verglichen mit der Umgebungstemperatur deutlich heißer. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das passt ganz gut nur zur Energiethese. Stellt euch eine Batterie vor. Solange die aus ist, ist die kalt. Aber habt ihr ein Gerät an, wo die Batterie drin ist, dann erwärmt sich die Batterie, weil Elektronen Strom durchfließt und es entsteht Wärme als Energieverlust. Genauso könnt ihr euch das da vorstellen. Da ist Energie im Gebäude oder in dem Fall in dem Objekt vorhanden. Und durch irgendeinen Trigger, das können wir gewesen sein oder sonst was, wird diese Energie aktiviert. Es kommt quasi zu einem Stromfluss durch das Medium des Objektes. Und bei dem, sag ich mal, Spuk, der entsteht, ist die abgegebene Wärme eine relativ ungewollte Energieumwandlungserscheinung. Wie gesagt, das ist gut dokumentiert, aber können wir ausschließen, wir haben hier kein Objekt, einfach was dazu in Frage käme. Das müsste alter Bergwerkshelm oder irgendwas sein, wo eine Energie sich logischerweise gebunden hätte, der eine starke Emotion quasi miterlebt haben könnte, etc. Also ist es das, was es am häufigsten ist, und zwar gebunden an einen Ort. Und zwar hier wahrscheinlich an dem Gebäude, quasi an den Stein selber. Das heißt, so eine Entität kann die nicht verlassen. Und diese 3 Merkmale, gebunden an einen Ort, lokal und intelligent, sind klassisch die 3 Merkmale, die ein Geist haben muss, um ein Geist zu sein. Und die haben wir hier quasi nachweisen können. Das ist ganz spannend. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt auch wirklich direkt sowas dokumentiert haben, erlebt. Haben wir sowas schon, aber wir haben es jetzt erstmal dokumentiert, sind ganz happy drüber. Und deswegen würden wir sowieso gerne nochmal dahin gehen. Ihr wisst ja, wir machen ja meistens in der Regel nicht nur 1 Untersuchung, sondern versuchen mindestens 2 zu machen, eigentlich sogar lieber noch 3. Und auch verschiedene Sachen auszutesten und zu sehen, ob was passiert, weil so eine Untersuchung ist immer eine Stichprobe. Umso mehr Stichproben ich habe, umso eher habe ich einen evidenten Beweis. Es kann 3 Mal nichts passieren, beim 5. Mal passiert viel, durchaus möglich, geht natürlich aber auch umgekehrt. Und an der Stelle würde ich euch trotz allem gerne fragen wollen, was würdet ihr davon halten, wenn wir mal dahin gehen? Nochmal bei Tag oder bei Nacht? Und was wir auch gerne versuchen wollen, aber auch hier die Frage an euch, ob ihr das gerne sehen möchtet,
Wie gesagt, wir haben ja noch den einen Zugang gefunden, den es noch gibt, aber der nicht öffentlich zugänglich ist. Ob wir uns da mal schlau machen mit den entsprechenden Bergbauvereinen etc., ob wir da vielleicht rein können, um eine Untersuchung zu machen. Hättet ihr da Bock drauf? Würde uns ganz doll interessieren. Uns interessiert sowieso, was euch am meisten gefällt, weil dann können wir ein bisschen fokussieren, weil die tollsten Erkenntnisse bringen nichts, wenn sie keiner kennt. Es gibt so viele, wie gesagt, gute Dokumentationen im Bereich der Parapsychologie, so viele tolle Experimente, die aber keine Bedeutung haben, weil sie einfach fast niemand kennt, außer Leute, die sich ganz intensiv damit beschäftigen. Gut, das soll jetzt aber auch das Schlusswort sein. Ich hoffe, wie immer, es war für euch sehr interessant. Für uns war es ganz spannend vor Ort. Naja, war es nicht ganz so spannend natürlich, weil wir nichts selber erlebt haben. Aber wir haben was dokumentieren können. Das genaue Gegenteil von Dortmund. Da haben wir das Problem gehabt, wir haben selbst hinterher noch einiges erlebt, aber wir haben nichts auf Kamera, also fast nichts. Hier war andersrum. Und ja, ich sage, macht's nicht gut, macht's besser. Ich freue mich, euch auch in anderen Videos wiederzusehen. Denkt dran, Daumen da lassen, hilft uns natürlich sehr. Und Traffic, also Kommentare unter das Video, liken und alles, was so in die Richtung geht, hilft, das Ranking zu erhöhen. Das ist ja leider der YouTube-Algorithmus. Und davon profitieren wir auch. Und wer ganz hart gesotten ist und uns gerne helfen möchte, kann das auch natürlich tun, indem ihr uns unterstützt. In der Videobeschreibung findet ihr den entsprechenden Link dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.